Hallo und willkommen bei 20 Minuten Retro bei uns auf dem Kanal der Knalltüten. Wir spielen 20 Minuten Retro-Spiele und stoppen, sobald die Zeit rum ist. Anschließend bekommt ihr eine persönliche Einschätzung von uns. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann lasst einfach ein Abo und einen Daumen da und aktiviert im besten Fall die Glocke. Das kostet euch nichts und hilft uns zu wachsen. Solltet ihr mehr von dem Spiel sehen wollen, dann lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Und jetzt genug gequatscht, viel Spaß bei 20 Minuten Retro. Willkommen am Retro-Sonntag bei uns auf dem Kanal der Knalltüten mit mir, dem Jaro 85. Und ihr seht schon, wir spielen heute Legends oder auch Legends oder aber auch L-E-G-E-N-D-S in cooler Schrift, wie auch immer. Auf jeden Fall steigen wir in eine Zeitmaschine und fahren oder reisen durch vier Epochen und lösen dort Rätsel à la Zelda-Style. Aber mit Bogen bewaffnet. Ja, wenn ihr weiter wissen wollt, wie es weitergeht, dann bleibt dran, denn es geht eigentlich direkt los. Und zwar jetzt. So, bitte wähle deinen Pfad. Ja, grün, dann auch in die Wüste. Na gut, wir müssen das mal schaffen. Initialisiere Level. Bitte warten. Wenn ich gerade richtig gesehen habe, sind wir im Jahr 1400. Also 1400, aber ob das nach Christus oder vor Christus, ich weiß es nicht. Fertig initialisiert. Huh. Was sind denn das für Kastengesichter? Großer Häuptling. Ein sonniger Sommermorgen vor deinem Tipi. Die Vögel zwitschern und das Leben ist herrlich. Feuer drucken, um Meldungen vom Bildschirm zu entfernen. Okay. Also mit Ü und Ä haben sie ein bisschen Probleme. Gut, gehen wir mal ins Tipi rein. Ja, dass das Spiel überhaupt Ladezeiten hat. Zur heutigen Zeit. Ist schon ein Ding. Oh, hier gibt's Münzen. Schnups, Schnups. Und Häuptling Magahuhu. Sohn, du bist nun bereit für die Reise, die einen Mann aus dir macht. Du bist in diesem Stamm nicht mehr willkommen, bevor du nicht ein mutiger Krieger geworden bist und das Heilige besitzt. Das Heilige, ja. Der Medizinmann wird dir bei deiner Suche helfen. Geh nun zu ihm. Vergiss nicht, dich gut zu bewaffnen. Ich habe einen Bogen und Pfeile östlich von hier hinter ein paar Baumer versteckt. Nee, Baumen versteckt. Suche sie. Okay. Das würde ich vielleicht eher nochmal hier die Schule besuchen, ich weiß nicht. Okay, also östlich von hier sind Baumen und da hat er was versteckt. Mal gucken, wie viele Baumen hier drum stehen. Also da kommen die Muskelpakete hier. So, hier sind... Das ist wie ein schreiendes Kind. Oh, hier sind die Baumen und hier ist der Bogen. Pfeile und Bogen. Tasten 1, 2, 3 zur Wahl einer Waffe im Spiel oder aus dem Inventar. Okay. Hier sitzt der noch. Ich bin der Weise, alte Mann. Meinen Cousins erhältst du nützliche Tipps übrigens. Der Medizinmann, den du suchst, lebt am anderen Flussufer. Mit F1 kannst du jederzeit die Karte aufrufen. Echt? Cool. Ah, hier, tatsächlich. Cool. Ich wusste gar nicht, dass es in dem Spiel eine Karte gibt. Was wird denn eigentlich? Ah, hier. Okay, wieder zumachen. Okay, was hat er jetzt gesagt? Lebt am anderen Flussufer. Okay, ja genau. Okay, los geht's. Wir haben Bogen. Zack. Oh, hier ist einer. Du siehst verwirrt aus. Kann ich dir helfen? Wen suchst du? Den Medizinmann, mein Vater. Medizinmann. Ah, da musst du da lang. Achso, okay, warte, erstmal Münzen einsammeln. Wir gehen mal gekonnt schon mal nicht dort lang. Oh, treffe ich gar nicht. Schnell weg. So, am anderen Flussufer. Laut Karte ist das Flussufer ja unten gewesen. Deswegen gehen wir mal unten lang. Ach, hier kommt einer. Bösewicht!
Geh weg. Hey. Doch, da blöder Geier. Zack, er ist platt. Der Geier? Nee. Ach, da will ich gestorben werden. Da will ich gestorben werden. Das ist ein schönes Deutsch. Ich rede ja schon so, wie die hier reden. Oh, ein Diamant. Muss ich bestimmt noch was machen. Was haben wir hier? Nix. Ein Schild. Medizinmann. Montag bis Freitag 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Samstag 9 Uhr bis 15 Uhr. Sonntag geschlossen. Selbst Ruhezeiten hat er. Was haben wir hier? Betreten der Felder verboten. Boom, Knall, Wusch, Arr. Alles klar. Wir gehen zum Medizinmann. Da müsst ihr jetzt da sein. Wenn jetzt nicht gerade Sonntag ist, das weiß ich ja nicht. Haben wir Sonntag, mein Guter? Ja, heute ist ja Sonntag. Ja, stimmt. Hier, Diamant. Rotes Warpkristall. Rotes Warpkristall, schönes Deutsch. Ich bin überrascht. Oh, hier. Ich bin der große weiße Medizinmann. Wie kann ich dir helfen? Ich suche das heilige Bündel? Schon zu spät, ich muss los. Ne, ich suche das heilige Bündel. Ein heiliges Bündel also. Eine Sammlung von Totemobjekten, die dem Trager magischen Schutz bietet. Ist es das hier? Ja. Na, meine Schmutzwäsche ist es wohl nicht, oder? Ne, ich mache ja. Ich versetze dich in Trance, damit du mit deinem schützenden Geist sprechen kannst. Wir fliegen. Oder kommt einer? Das ist wie gar kein Mehl. Ich bin der mächtige Schutzgeist, ne, der machtige Schutzgeist. Bevor du mit mir sprechen kannst, musst du reinen Herzens werden. Bereise den geheimen Waldpfad im großen Krunenwald. Und bade in den verzauberten Wassern. Achso, also wir müssen in bezaubernden Wassern baden. Verzaubert. Ist der ja verschwunden? Also müssen wir jetzt in den Wald baden gehen und dann können wir wieder zurückkommen. Na gut. Jeder will ja sauber sein, ne? So, okay. Also die Muskelbands hier wieder. So, okay. So, in den magischen Wald. Warte, wir gucken, wo der magische Wald überhaupt ist. Hier ist alles voller Wald. Das sind Berge. Da oben könnte es sein. Die Karte ist ja größer als ich dachte. Na gut, okay. Alter, dann müssen wir es aber drüber. Hä? Wir haben super gewarbt, Kristallt. Oh, schon wieder dieser blöde Geier. Oh, hier? Oh, blöder Geier. Wer wäre denn das hier eigentlich? Müssen wir einsammeln? Rebels Diskothek. Abtanzen total mit den heißesten Scheiben von DJ Buffalo Yo. Lassige Kopfbedeckung gestattet. Okay. Ohne Ticket kommst du hier nicht rein. Achso, na gut. Ich wollte eh in den Wald. Bist du böse? Das ist böse, oder? Ja. Au! Was war denn das für ein Muskelbernd? Beim Waffe wählen. Was habe ich denn als Alternative? Nicht? Immerhin kann man die Pfeile mit anderen Pfeilen abschießen. Das ist eine coole Idee. Das hier, nimm mal den mit hier, den Typ, ja, der greift mich an. Der Bogenheidi, der geht mir aber auf den Schlüpper her. Fall mal um. Schön. So, Münzen, Schnups. Oh, hier. Freifahren gibt's nicht, Kleiner. Zeig mir bitte ein Ticket. Grummel, grummel, diese Jugend. Oh, ich hab kein Ticket. Also, die wollen wirklich, dass wir in den Wald da hochgehen. Oder hier unten? Ist das eine UFO? Das passt natürlich zum Setting. Alles voller Indianer und dann kommt eine UFO. Kann man den irgendwie kaputt machen? Wir müssten das mal treffen. Ach, dann trifft sich doch selber. Wir gehen jetzt in den Wald. Oh nein! Der Mutant! Gib weg! Die Indianer sind das größte Übel hier.
Aber immerhin kann man Münzen einsammeln. Der ist ja schon wieder da. Bist du nicht gerade getötet? Oder hast du noch Brüder? Oh nein, ich sterbe schon wieder. Schnell weg. Schnell, schnell. Hallo. So. So, der Wald war irgendwo hier oben. Ja, der Geier. Musik ist cool. Nehmen wir. Also Münzen ein. Münzen einsammeln? Schnups. Schnups, oh schon. Die Geier, die. Geh weg. Au! Blöde Biene. Okay. Hier ist ein Zelt. Da können wir ja mal reingehen. Oh, hat wieder ein Baby geheult, hab ich gehört. Hier sind die Muskelbobs. Und links Gargamel. Voll künstlich gelacht, aber egal. So, Münzen einsammeln, mehr nicht. Na gut. Die wollen wahrscheinlich erstmal die Muskelbobs angucken. Die scheinen immer gleich auszusehen, gleich böse. Och, die Ladebildschirme, das kann doch gar nicht sein. Heulendes das Baby. Wäh, wäh. Tu bitte irgendetwas, er ist so verwohnt. Okay. Was sagt der hier? Hilfe bitte, er hört einfach nicht auf zu weinen, seit er seine Rassel verloren hat. Da lässt er das Kind durch den Wald irren oder was? Und da verliert das Rassel? Eltern gibt. So, hier gibt es erst noch ein paar Münzen zusammen. Was wir auch immer mit den Münzen machen können. Aber geht ja bestimmt durch den Shop. Wir müssen eine Rassel finden für Klein Kevin. Muskelbobs. Oh nein, ist er wieder reingerannt. Oh Mist, gerade wo wir Kevin Ingolf gesehen haben. Oh nee, Trott. Hör wieder raus. Naja gut, wir mögen den Ladebildschirm. Nochmal passiert mir das nicht. Schnell runter, gut. Ist hier der Wald? Sensationelle 1000 Jahre alte rotierende Felsspitze. Das ist wirklich sensationell alt. Ach ja, nee, schon wieder hier so einer. Geh weg. Geh weg. Oh, Herz einsammeln. Ganz wichtig. Oh, ihr Blatt getreten. Das ist der Wald? Irgendwas. Achso, wir müssen ja irgendwo baden. Genau. Bevor wir das Ziel verlieren, wir müssen baden. Hier regnet's. Es ist nass. So ein Wurm? Ah, ich hab Blatt gedreht. So. Oh, ein wildes Schwein. Was müssen wir da eigentlich Energie fallen lassen müssen? Das sind Münzen. So, hier sind auch Münzen. Der Wurm. Platsch. Der klingt immer gut. Platsch. Das ist echt fies. Der hat eh keine Energie bei sich. Deswegen. Ein Schnups. Oh nein. Geh doch weg, du wildes Schwein. Münze einsammeln. Ich muss jetzt irgendwann die Quelle kommen. Oder wie? Damit gibt es dann eine Quelle voller Münzen. Münzen. Der hat wirklich keine Energie bei sich. Ich meine, hätte doch mal ein fettes Schnitzel draus machen können. Und Dynamit. Aber sonst gibt es ja nichts in dem Dschungel. Soll ich hier einen Dynamitstang baden oder wie? War das nicht der Wald? Aber der sagt ja irgendwas vom Wald. Der sagt ja irgendwas vom Wald baden gehen. Damit wir gereinigt sind. Aber hier gibt es ja nichts zum Baden, also der Regen von oben.
Da oben sind noch Münzen, die können wir uns mal noch einschnappen. So, oder es gibt noch einen anderen Wald. Da müssten wir gleich noch auf die Karte gucken. So, wir sind der kleine Indianerjunge. Bertram von Indiana. So, erstmal wieder die fünf Grinsebacken angucken. Sympathisch. So, okay, Karte. Da oben ist der Wald. Da ist auch noch ein Wald. Wir könnten... Ja, da kommen wir ja nicht rein. Jetzt könnten wir dorthin. Wir gucken mal. Nee, geht's nicht weiter. Oh, der hat doch meine Energie, weiß ich, ja. Gib meine Energie rein. Sehr gut. Auch so wenig. Ja, oder was war denn jetzt hier eigentlich das Problem? War nicht durch. Hier sitzt er noch. Mit den Dynamitstangen kannst du durch Schutt blockierte Eingänge, Eingänge raumen. Achso. Also Schutt blockierte Eingänge raumen. Ja, was hat denn der für der Mundgeruch oder wie? Geh weg, Mundgeruch, man. Okay, ne, dann gehen wir einfach mal hier zu diesem Schutt. Wie geht das? Warte mal, wir können doch hier durchschalten, hat er gesagt. 1, 2, 3. Oder durchs Inventar. Da, wo ist denn hier das Inventar? Hier kann man pausieren. Ist aber auch kein Tutorial oder sowas, also wie sind sie das Inventar? Mach hin! Macht dafür noch was? Ist der mit dem wir haben doch das Dynamit eingesammelt. Da geht's gerade mal alle Tasten so ein bisschen durch. Da kommen wir irgendwo ins Inventar. Ah, hier! Achtung, Lunte anstecken und Abstand halten. Ist das jetzt? Nee. Ja, nu? Wir haben das doch gemacht. Der einzige Punkt ist der Warpkristall. Rotes Warpkristall. Hallo, jetzt und so, Achso, da muss ich es ja irgendwie anzünden, stimmt. Sei mal ruhig, Kind. Da gibt es ja oben noch einen Weg weiter. Weil wir brauchen ja eigentlich was zum Anzünden. Hier ist ein anderer Warpkristall, also nicht für uns zugänglich. Ja. Aber wieso schmeißt der da oben irgendwas? Du Heini, das gibt's doch nicht. Ich guck mal irgendwo raus. Brauche wahrscheinlich doch irgendwas Streichholzmäßiges oder so. Aber wo kriegen wir das jetzt her? Doch, blöder Geier. Freund. Oh, hier waren wir eigentlich überall schon. Da kann ja irgendjemand was sagen hier. Der hier vielleicht hier hinten. Ne, das hat er ja schon erzählt. Wir können die Karte aufrufen. Vielleicht finden wir noch irgendwas. F1 ist die Karte. Ja. Da ist die Höhle. Da oben. Diesen Warp, genau, Moment, wir haben doch, wo das UFO war. Vielleicht gibt es da noch was. Wir gehen hin. So, bestimmt vorher wieder ein paar Kollegen, ja, hier. So, machen wir mal
UFO-Beschauung. Zack. Häuptling weiße Feder. Ah, ich habe Münzen vergessen. Schnurps. Was hatte ich die Faden hier zu suchen? Wer weiß. Oh, jetzt sind wir die ganzen Bösewichte, die alle sauer sind. So, Doppelherz, Doppelherz. Die Kraft der zwei Herzen. Ah, hier ist der goldene Kristall. Ja, yeah, gelbes Warpkristall. Au. Der bringt uns da in den Wald. Ja, das will ich jetzt noch wissen. Das UFO ist mir so gruselig. Schau doch mal ab, ich würde das jetzt gerne noch testen. So, Herz her. Au. Eigentlich sind wir klinisch tot. Aber wir sind ja nicht so. Wir überleben das. Schnell, 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 schnell. Die Zeit läuft. Die Zeit, oh Gott. Der heult immer noch. Aber die Zeit ist eigentlich im Grunde genommen jetzt abgelaufen. Da ich aber nett bin, gucken wir nochmal, ob der Kristall wirklich funktioniert hat. Hä? Hat er nicht? Na gut, wer weiß, woran das liegt. Auf jeden Fall eine kleine Runde Legends war das. Mit uns als kleinen Indianer-Häuptling. Bewertung seht ihr jetzt direkt im Anschluss. Und bis zur nächsten Woche. Euer Jaro85.